Das ist ganz schön widerlich, wie ich den letzten Part beendet habe. Dieses haut rein! Es hat mir schon einiges an Überwindung abverlangt. Auch was mein Schamgefühl betrifft. Also meine Schamgrenze. Okay, der lässt uns nicht durch. Dann gucken wir mal, dass wir dem einen anderen Typen da helfen, den die Ware gestohlen wurde. Flitzen wir schnell hinterher. Zeit ist da bestimmt teuer. Oder guter Rat, keine Ahnung. Alles Mögliche ist teuer. Heutzutage ist doch alles teuer. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenwald geholfen hat. Hilf mir, das Team Magma hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja gut, den kriegen wir. Den Halunken, den Halodri. Aber erstmal wird gegen dieses Schwabini gekämpft. Ich will ein Schwabini haben. Will ich ein weibliches Schwabini haben, ist mir eigentlich egal. Obwohl, Schwabini ist ein weibliches Pokémon. Ja, doch. Also, ich müsst wissen, ich habe das in meinem Kopf immer so. Manche Pokémon haben einfach einen gewissen... Auch wenn das dann total verallgemeinert ist. Aber manche Pokémon... Ein Schwabini ist für mich irgendwie weiblich. Und zum Beispiel Mashok ist für mich männlich. Also, das muss sein. Sonst passt das irgendwie nicht. Tut mir leid. Schwabini, Schwelblein. Ganz viel Größe, ganz viel Gewicht, eigentlich nicht. Mutig behauptet Schwabini sein Territorium gegen Eindringlinge, so stark diese auch sein mögen. Dieses unerschrockene Pokémon bleibt trotz einer Niederlage angriffslustig, heult aber laut, wenn es Hunger hat. Quasi wie meine Freundin. Nein, kein Spitznamen. Hallo. Bist du der Halodri? Nein, du bist nicht von Team Magma. Meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Was sind denn die für Kings? Leben wir hier in der Monarchie? Nee. Also haben sie einen Titel, der ihnen rein gar nichts bringt. Sind nutzlos. Selbst das in den Ländern, die noch am ehesten an der Monarchie drin sind. Sowas wie, keine Ahnung, England. Naja, also, wie heißt das da nochmal? Also das, wo man quasi noch die Queen hat, weil die lockt Touristen an, aber im Prinzip macht sie nichts. Das, selbst da... Merkst du selbst, da macht die Queen nichts. Also, das wird sich ja mit dem King nicht anders verhalten. Ist ja nicht so, dass es daran liegt, dass die weiblich ist, dass sie nichts machen darf. Nee, Verfolgung. Nein, Reptile möchte keine Verfolgung erlernen. Hexen sind aus. Die gibt es nicht mehr. Das ist auch nie lernen. Typisch. Absorber. Kampf, Pflanze gegen Kampf. Ist das effektiv? Ist auf jeden Fall nicht uneffektiv. Du Arsch, hör doch mal auf, mich zu Silber blicken. Oh, Käfer war doch auf Kampf sehr effektiv. Oder nein, das ist nicht sehr effektiv. Okay, ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Verrückter Gedanke. Flug ist sehr effektiv auf Käfer, oder? Flug ist auch sehr effektiv auf Pflanze. Es gibt sehr viele Pflanze-Käfer-Pokémon. Das ist eigentlich gemein, da dann mit einem Vogel-Pokémon ranzugehen. Am besten noch mit Lavados. Dann hat man... Nur mal den Feuervorteil und den Flugvorteil und alles ist unfair. Die Welt ist unfair. Tschüss, Macholo. Aua, ein Kratzer. Ich brauche dringend einen Verband. Brauchst du ein Band an deinem Kopf? Da ist anscheinend schon zu viel rausgetropft an Hirnmasse. Ach Mann. Ich wollte doch nur den Pokéball. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Okay. Meinetwegen. Wie du willst. Dein Problem. Ah, Eros. Was ist das überhaupt für ein Name? Ist das irgendwie so... Keine Ahnung. E ist ja erstmal so elektrisch. Ist das denn so elektrischer Gyros? Quasi unter Starkstrom gebraten. Mann, manchmal... Da fließen die Witze einfach so. Und dann gibt es Tage wie heute. Da denke ich mir was aus und... distanziere mich dann im selben Moment auch gedanklich schon wieder davon. Möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Das hier ist auch alles, das bin gar nicht ich. Ich bin nur eine Rolle. Das hat alles Dinge, die ich sage. Alle Personen sind erfunden. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Und so. Ja. Sebi ist auch eine Kunstfigur. Sebi! Du bist eine Kunstfigur. Gut. Ist ihm recht egal. Hauptsache, er kann schlafen. Und auch Kunstfiguren können schlafen, ob man es glaubt oder nicht. Die brauchen auch mal Pause. So eine Kunstfigur hat es gar nicht so leicht, wie manche vielleicht denken.
wie manche sehr, sehr doof denken, weil das ist schon fast ein bisschen gemein, wenn du da so einer, ich habe das Wort vergessen, Kunstfigur, genau. Wenn du da einfach vorwirfst, sie hätte da ein leichtes Leben. Das ist nicht so. Das ist mit einer der härtesten Berufe. Ja. Du musst den ganzen Tag, ich meine, erstmal du existierst gar nicht, das ist schon mal ziemlich schwer. Da hast du erstmal wenig, ja, Rechte. Vielleicht noch 2, 3 mehr als eine Frau, aber so viele sind das nicht. Ich habe verloren. Ich dachte, ich könnte dich am Kragen packen. Nein, da musst du nochmal 3 Meter in die Höhe schießen für. Was haben wir hier? Schutz. Ja. Das ist gut. Das braucht man. Hallo, wer bist du? Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Okay. Und ich werde dir zeigen, wie lieb mein starkes Pokémon ist. Gar nicht. Uhaha. Saug es leer, dieses Meryl. Bis nichts mehr davon übrig ist. Ist immer noch was über. Komm, saug den Rest auch noch raus. Das ist ja ekelhaft. Dieser Anblick. Ein halb leer gesaugtes Meryl. Das ist nicht schön. Er löst es von seinem Leid. Tschüss, Meryl. Und Level 18. Das geht schnell. Das geht echt fix. Ricarda. Ja, Entschuldigung. Du wirst mir Haushoch überlegen. Ja, Haushoch überlegen bin ich dir. Du weißt Bescheid. Und bestimmt ganz viele Items versteckt. Und wer bist du? Wenn es keinen Tunnel gibt, dann kletter ich eben über den Berg. Oder du gehst außen rum. Der Lucius, der Wanderer, der hat einen Kleinstein. Das ist natürlich eine Vorlage für mein Reptane. Reptane ist ein ziemlich krasser Name. Reptane. Ja, das klingt sehr heftig. Reptane. Das klingt so brutal, so flink, so wie so ein Assassine. So sieht er auch ein bisschen aus. Er sieht aus wie so ein kleiner Raptor, finde ich. Also so ein komischer Raptor, aber so irgendwie Dino-mäßig auf jeden Fall. Schon fast ein bisschen drachenartig auch. Aber Dino-mäßig und drachenmäßig ist ja auch nicht weit voneinander entfernt. Um nicht zu sagen, die Fliesen verlaufen grenzend. Mhm. Ja. Doch, den Latz lass ich so stehen. Ah. Ist auch vorüber mit mir. Ich meine, ab einem gewissen Alter ist es auch einfach nicht mehr schön. Da vegetiert man quasi nur von sich hin. Die Hirnzellen verabschieden sich, die mieten sich alle irgendwo anders was und hauen dann so nach und nach ab. Verlieren erschöpft mich. Es ist halt nicht. Im Alter ist halt keine Ahnung. Ich meine, alte Menschen sind auch Menschen, aber sind halt auch alt. Das darf man nicht vergessen. Ein X-Spezial. Yay. Solche Steine haben auch oft immer Items, der nicht. Na gut, wer bist du? Oh, was mache ich nur? Pecco und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Oh, Schlägertyp, nach so einem suche ich. Der Schurke hat mir meinen Liebling Pecco geklaut. Oh, Pecco. Was ist Pecco? Pecco. Das erinnert mich an Shitpickle. Ein fiktiver Charakter, geschaffen von dem fiktiven Charakter Angry Video Game Nerd. Oder beziehungsweise der Rolle von James Rolfe gespielt. Angry Video Game Nerd. Käfer ist effektiv auf Geist, richtig? Ja. Ist Käfer auf sonst was anderes noch effektiv? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Florimel übrigens. Auch ein sehr süßes Pokémon. Ich hole mir erst das Item, den Pokéball. Und dann können wir beide kämpfen, okay? Dann können wir da mit dem Pecco, was da neben dir ist, nehme ich mal an. Wingull heißt es, glaube ich, das Pokémon. Dann können wir da uns drum streiten. Dann bringe ich das dem alten Herrn wieder zurück. Und die Sachen, die du geklaut hast in der Devo-Corporation, die nehme ich auch an mich. Was? Du willst gegen uns antreten? Na dann, hol dir eine Tracht Prügel. Okay. Bist du Pecco? Okay, ist Pecco. Man sollte sie alle Kiel holen.
Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun eine Flucht... dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey, du forderst... hey, du! Forderst du mich etwa heraus? Ja. Ist jetzt nichts Neues so. Wir hatten schon mal die Ehre. Hast du dich inzwischen gesteigert? Ja, auf 11, aber ich habe mich auch ein bisschen... Also... Nein, ich räume keine realistische Chance für dich ein. Nee, wetten würde ich auf dich nicht. Auch nicht aus Solidarität oder so. Wirklich nicht. Da überwiegt ja der Menschenverstand oder auch einfach der Verstand. Ah, und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Ja, und das ist witzig, du bist ja auch in eine Sackgasse gelaufen. Wie quasi dieser fiktive Charakter, über den du ja gerade gesprochen hast. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was ich zu tun hatte, war ein Paket von Devon zu stehlen. Tch. Wenn du es so dringend wiederhaben willst, dann nimm es halt. Devon-Waren erhalten! Okay. Oh, da kommt der alte Mann. Pecco, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir das Leben. Verdankt dir ihr Leben. Oh, ist eine Sie. Man nennt mich Mr. Breck. Und du bist... Ah, du bist also Vogel. Ich danke dir von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen... in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Ja, mit dem Schiff davor, das haben wir gesehen. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den... auf den Heimweg machen. Ich kann nicht lesen. Das erinnert mich gerade irgendwie spontan an, ich habe mal ein Hörspiel gehört auf Kassette. Hatte ich nur eine Folge, glaube ich, aus der Reihe. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich glaube, es hieß Scotland Yard, aber ich bin mir nicht sicher. Da ging es in der Folge irgendwie um irgendeinen Tee, also der halt als Vorwand war zum Schmuggeln von Drogen. Und der hieß, glaube ich, Orange Pecco. Keine Ahnung, muss ich gerade dran denken. Verrückt, an was man manchmal, aus welchen Gründen auch immer, denken muss. Dieser dämliche Idiot ist aus dem Tunnel abgehauen. Ich kann weitergraben. Was ist das? Bergrasthaus. Kann man da rasten? Das haben wir ja Schönes. Um ohne diesen Tunnel nach Wiesenfurt zu kommen, muss man das Meer bei Fausthafen überqueren, nach Gravitport City segeln und durch Malvenfurt City reisen. Der Metaflur-Tunnel. Zunächst hatten wir ein großes Team, das mit schweren Maschinen durch den Felsen brechen sollte. Dann mussten wir die Arbeit stoppen. Es stellte sich heraus, dass sich unsere Arbeit negativ auf die wilden Pokémon in dieser Gegend auswirkte. Und daher haben wir nun nichts mehr zu tun, außer hier faul herumzuhängen. Habt ihr keine Lobby oder so? Mann. Das ist ein Mann, der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur gräbt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Ist doch auch eine Methode. Oder man setzt den Pokémon einfach allen irgendwie so ein Lärmdämm-Ding auf. Lärmschutzkopfhörer? Ich weiß nicht, wie es heißt. Hallo, Zickzacks. Mit dir möchte ich mich nicht anlegen, nicht messen. Das ist... Nein. Ich meine, jeder muss seine Grenze haben und kennt hoffentlich auch seine Grenze oder sollte zumindest anstreben, sie kennenzulernen. Und sie dabei aber natürlich nicht zu übertreten. Und für mich bist du einfach Zickzacks. Du bist meine Grenze. Ja. Nach unten hin. Oh, und? Wie sieht es aus? Die Devon waren... Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Moment, müsste an dir nicht der die Magma-Typ vorbeigelaufen sein? Okay, ich frag nur. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Wow, danke. Habe ich schon letztes Mal bekommen. Cool. Bitte entschuldige. Würdest du mir bitte folgen? Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast. Darf ich dich bitten, es zur Werft in Gravitport City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch dieses Mal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Klar. Ich stehe hier halt rum. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir.
Aber dann hoffe ich auch, dass das kurz bleibt. Ja, mir wurde kurz versprochen. Bitte, hier entlang. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist außergewöhnlich, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Gravitpol City bringen willst. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Fausthafen Halt machen? Und Troy in Fausthafen einen Brief von mir überbringen? Wir erhalten einen Brief. Nun, du sollst wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Ein Pokenuff. Und er entscheidet einfach, dass ich diesen Deal gut finde. Und ja gut, meinetwegen. Ich habe keine Meinung, ich habe keine Stimme, ich bin ein Pokémon-Protagonist. Und dieses Gerät, es ist ein Pokémon-Navigator oder kurz ein Pokenuff. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Höhen. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Fausthafen und Gravitpod City liegen. Oder ich weiß es einfach, weil ich gebildet bin. Motherfucker! Ja. Ist da im Mülleimer was drin? Nein. Leer. Kann ich ein bisschen zocken? Nein. Ist ein Apple-System. Ja gut, auch auf Apple-System kann man inzwischen ja ein paar Spielchen spielen. Nur ist die Frage, was sonst hat man falsch gemacht, wenn man schon einen Apple-Laptop besitzt oder einen Apple-Rechner? Ich möchte es gar nicht wissen. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Aber gut, das war's denn von mir für heute. Ich stelle mich nun hier vor und beende... Ach nee, hier habe ich schon mal ein Part beendet. Das wäre langweilig. Das wäre total uneinfallsreich. Ich gehe jetzt hier hin. Hier beenden wir ein Part, damit es wenigstens so aussieht, als hätten wir Fortschritte gemacht. Haben wir aber natürlich auch. Aber das sah halt nicht so aus, wenn ich an einer anderen Stelle wieder gespeichert hätte. Dann wäre das halt einfach... Nee. Das geht doch nicht. Das ist wie in Serien oder Filmen, wenn die Leute, die Protagonisten, wenn sie quatschen, laufen sie immer durch die Gegend. Wenn sie stehen bleiben, das... Nee, das wird ja aussehen, als würden sie nicht vorankommen. Zumindest wird es den Zuschauer dieses Gefühl vermitteln. Habe ich gelesen irgendwo. Im Internet. Es muss also stimmen. Macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.